Was empfanden Sie denn damals, als Sie von der Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn und die Botschaft in Prag hörten? Was empfanden Sie? Wie beurteilten Sie Ihre Landsleute? Also ich möchte da vielleicht einen Satz vorher sagen. Ich war ja selbst von der Ausreisewelle betroffen, da meine Schwester Ende August 89 noch legal ausreiste aus der DDR. Jeden Abend gingen die Züge von Dresden-Neustadt Richtung Frankfurt und viele Leute standen auf den Bahnsteigen und wussten eigentlich nicht genau, wann sie sich wieder treffen zum damaligen Zeitpunkt. Dann begann die große Fluchtwelle. Und ich glaube, wir haben alle gespürt, dass Veränderungen vor uns stehen. Und als dann der 4. Oktober heranrückte, mit allen seinen Konsequenzen, da gab es eigentlich für uns in der Familie auch nur eins: jetzt die Chance zu ergreifen und jetzt die Möglichkeit zu suchen, das System zu stürzen. Wie erlebten Sie denn den 4. Oktober, beziehungsweise was hörten Sie über die Vorgänge am Hauptbahnhof hier in Dresden? Also ich habe in der nächsten Nähe des Hauptbahnhofes gearbeitet. An dem Tag, morgens schon und gegen Mittag, waren sämtliche Parkflächen, sämtliche Rasenflächen, alles was frei war in Dresden, belegt mit Trabis und Wartburgs aus allen Gegenden der DDR. Und als ich das gesehen habe, habe ich geahnt, dass sich was andeutet. Dass irgendwas in der Luft liegt. Ich bin nur deshalb etwas gehandicapt gewesen, da ich da gerade im Bau meines Hauses steckte und ich eigentlich viel Zeit auf der Baustelle verbrachte. Am Abend, als ich nach Hause kam, sagte der Nachbar, erzählte mir, er war am Hauptbahnhof, erzählte mir die gesamten Vorkommnisse. Und eigentlich konnte man es noch gar nicht so richtig glauben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die ganze Nacht auch gehorcht, ob man Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder irgendwas sieht, aber es blieb insgesamt ruhig. Am nächsten Tag, als ich auf Arbeit fuhr, gab es ein riesiges Verkehrschaos rund um den Hauptbahnhof, was eigentlich ungewöhnlich war, weil es eine Art Kultstätte geworden war. Jeder wollte sehen, ob das wirklich, was er vielleicht gehört hatte, stattgefunden hat. Und musste also, bevor er zur Arbeit ging, erstmal am Hauptbahnhof vorbeifahren, um zu sehen, ob etwas sichtbar war. Und es war sichtbar, der Hauptbahnhof, also alles, was Glas war, lag ja in Scherben. Wobei meines Erachtens die verbrannten Fahrzeuge alle weggeräumt waren. Also es war nach außen hin öffentliche Ordnung hergestellt, aber die Reparaturen am baulichen Zustand konnten natürlich nicht durchgeführt werden.